Die gegenwärtige Situation ist bezogen auf diese Anerkennung in einer dramatischen Umbruchsphase, allerdings gut abgeschirmt von der öffentlichen Berichterstattung, weil da sehr massive Interessen hinter verschlossenen Türen dran verhandeln. Das Ganze verbirgt sich unter dem technischen Ausdruck deutscher Qualifikationsrahmen, DQR abgekürzt. Und der DQR ist es die einzelstaatliche Umsetzung des sogenannten europäischen Qualifikationsrahmens, der vor einigen Jahren in der EU verbindlich für alle Mitgliedstaaten beschlossen wurde, EQR. Die Details will ich Ihnen hier nicht darstellen, das würde sehr umfangreich werden. Wichtig ist, dass die Definition dieser Qualifikationen innerhalb dieses Qualifikationsrahmens durch Kompetenzen geschieht. Kompetenzen sind inhaltsunabhängige Vermögensbeschreibungen. Also was kann ein Mensch? Mein Auto reparieren. In dieser Kompetenz steht nicht drin, dass er mir die 17 Teile eines Bauteils, einer Einspritzdüse oder so etwas erklären kann, sondern das Entscheidende ist, dass er das weiß, um dieses Bauteil zu reparieren, um einen Fehler zu diagnostizieren. Und was er davon wissen muss und was nicht, das entscheidet gewissermaßen nicht derjenige, der das Zertifikat formuliert, der also einen Inhaltskatalog aufschreibt, du musst das und das wissen, sondern der sagt eben, muss in der Lage sein, Fehler zu entdecken und sie innerhalb kurzer Zeit so zu beseitigen, dass das Auto wieder fährt. Und das ist leichter gesagt als getan. Daran arbeiten arbeitet die gesamte Berufsbildung, daran arbeiten auch die allgemeinbildenden Schulen, alles auf Kompetenzformulierungen umzustellen. Ich werde darauf zurückkommen. Bisher war es anders. Da schrieb man in die Zertifikate äußere Lehrgangsmerkmale hinein, auch in die Schulzeugnisse, nämlich die Dauer, so und so viele Stunden oder so und so viele Schuljahre, die Eingangsvoraussetzung, musst Abitur haben, wenn du, musst qualifizierten Hauptschluss haben, wenn du, die Umfang der Präsenzlehre, so und so viele Stunden ist wirklich Kontakt mit einem Dozenten da, spielt auch in dem Fernstudium bis heute eine große Rolle. Die Präsenzpflicht, also die obligatorische allgemeinbildende Schule in Deutschland, erwartet, dass man in die Schule geht und nicht unter Beweis stellt, dass man das auch zu Hause oder anderswie gelernt hat. Und wer dieser Präsenzpflicht nicht nachkommt, der wird von der Polizei zugeführt, wie das heißt. Also daran sieht man, wie wichtig der Staat es findet, dass eine Präsenzpflicht da ist. Dann sind genau festgelegte Prüfungsverfahren Bestandteil der Zeugnisse. Da wird genau festgelegt mit Klausuren oder Hausarbeiten und so und so viel Monatsdauer und so weiter. Und, das ist ganz wichtig, die Qualifikation der Lehrenden wird im Rahmen dieser Qualitätssicherung immer festgelegt. Für die Schule können Sie das einem sogenannten Staatsexamen sehen. Das heißt, das ist ein Examen, das nicht von der Hochschule abgenommen wird, sondern von staatlich bestellten Prüfern. Das können auch mal einzelne Hochschulprüfer sein, aber da ist immer dann jemand noch von der Verwaltung dabei, der dann aufpasst, ob auch wirklich in der Prüfung das stattfindet, was in der Staatsprüfungsordnung steht. Bei Juristen, bei Medizinern gibt es eben diese Staatsexamina. Das hat den Sinn, dass eine Qualität garantiert werden soll, dass es also nicht dem Belieben der Lehrenden oder der Schulen überlassen wird, was jemand kann am Ende oder was jemand nicht kann. Der Qualifikationsrahmen unterscheidet nun je nach Bereich 6 bis 8Kompetenzstufen, denen alle bisherigen Abschlüsse zugeordnet werden. Das geht also los mit ungelernt, also hat einen nicht qualifizierten ersten Sekundarschulabschluss, also ohne Hauptschulabschluss, sagt man, bis hin zu der obersten Stufe kann Forschungsprojekte selbstständig managen und ist in der Lage, Führungspositionen zu nehmen. Das ist die 8. Kompetenzstufe in dem Qualifikationsrahmen für das, was bislang Habilitation an der Uni hieß. Und zwischen diesen Stufen werden alle Abschlüsse einsortiert. Das ist total schwierig, weil man dann immer auch Paralleleinsortierung machen muss. Zum Beispiel ist das Abitur so viel wie ein Meisterbrief. Darüber wird im Augenblick hart gestritten. Das Entscheidende hierbei ist nun nicht so sehr, dass das irgendwo steht, sondern das ganze Projekt wird daran gemessen werden, ob es gelingt, die darin beschriebenen Kompetenzen zuverlässig und gerichtsfest festzustellen. Denn der ganze Gedanke dabei, bei diesem europäischen Qualifikationsrahmen ist, dass man weg möchte von der Lehrgangsfixierung, also von dem, was ich da aufgeschrieben habe, mit den äußeren Lehrgangsmerkmalen, hin zu einer Messung der Kompetenzen. Wenn das geht, wenn das möglich ist, dann ist es möglich, dass man das formale Lernen, also die Berufsausbildung, gleichstellt mit einem informellen Lernen, also zum Beispiel mit einer Berufserfahrung und einem Selbstlernen.
Das geschieht in anderen Staaten schon längst und daher kommt das aus dem angelsächsischen System in die europäische Diskussion hineingekommen und gegen stärkste Widerstände von Frankreich und Deutschland durchgesetzt worden, die lieber an dem Lehrgangssystem festgehalten hätten. Und die Begründung ist eben, wir prüfen das eben, indem wir die Leute praktisch arbeiten lassen und sehen wir ja, ob sie es können und ob sie einen Ingenieurtitel haben oder nicht, spielt dann keine Rolle. Und man könnte sich das so extrem vorstellen, dass man eines Tages einen Chirurgen hat in der Klinik, der einen operiert, der nie ein Medizinstudium gemacht hat, der sich das Operieren an Schweinen im Schlachthof beigebracht hat und die Bücher zu Hause gelesen hat, dann eine Prüfung gemacht hat, ob er das alles richtig kann. Und die Ärzte haben dann festgestellt, er operiert genauso wie wir, also lassen wir ihn operieren. Ich will Sie beruhigen, so weit geht das nicht. Also es gibt einige Punkte, da gibt es offenbar so ganz hohe Hemmschwellen. Also daran ist bisher nicht gedacht. Aber in anderen Bereichen ist das eben doch schon sehr weitgehend. Im Bereich der weiterbildenden Studiengänge an Universitäten sind wir gehalten, alles an Berufserfahrung zu akzeptieren, tun wir ja auch, was den formellen Qualifikationen in irgendeiner Weise gleichwertig ist. Und wir nehmen diese Vorlesung. Wenn Sie die Prüfungsaufgaben, die wir ja hinten angeschaltet haben, erfolgreich bestehen und wir davon ausgehen können, dass Sie sich nicht das haben helfen lassen dabei, das ist ein schwieriges juristisches Problem und prüfungsrechtliches Problem, dann können wir sagen, Sie haben die Credits der Einführung in die Erziehungswissenschaft an einer Universität bestanden. Wir würden Ihnen eine Modulabschlussbescheinigung dafür geben können, die an jeder Universität den Besuch einer Vorlesung, einer Präsenzvorlesung ersetzen müsste. Das ist die Idee dieser Gleichstellung. Wir werden mal sehen, ob das so funktioniert. Aber das zumindest ist der Grundgedanke der Europäischen Union. So soll das sein, denn das soll natürlich dann auch noch länderübergreifend funktionieren, sodass Abschlüsse im einen Land im anderen über diesen Rahmen dann miteinander vergleichbar werden. Hier gibt es eine Internetadresse www.deutscherqualifikationsrahmen.de. Dort finden Sie das alles genau erläutert. Die wird in kurzen Abständen aktualisiert mit den jeweils neuesten Beschlüssen der Gruppen, die da hinter verschlossenen Türen, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, beraten und stückweise dann immer ihre Empfehlungen abgeben.